Kleine Pause und weiter geht's. Viel Spaß wünscht Ihr Forum Allgäu Kempten. Einen guten Abend am Mittwoch. Ich begrüße Sie zu den Allgäu TV Nachrichten. Die Zeit des Wünschens beginnt. Klar, Weihnachten kommt immer näher. Und sowohl das Wünschen als auch die Weihnachtszeit spielen eine wichtige Rolle heute in der Sendung. Ein letzter Wunsch. Der Wünschewagen fährt durchs Allgäu. Weniger Geld für den Wochenmarkt, Diskussionen im Kemptner Stadtrat und das Allgäu im Advent. Allgäuer erzählen Geschichten und Gedichte im Dialekt. Noch einmal ein Lächeln auf die Lippen zaubern, das ist das Ziel des Projekts Wünschewagen vom Arbeiter-Samariter-Bund. Mit den Wünschewagen sollen Menschen in ihren letzten Lebensphasen ein besonderer Herzenswunsch erfüllt werden. 19 Wünschewagen gibt es in Deutschland und seit kurzem gehört auch einer aus dem Allgäu zur Flotte dazu. Der Allgäuer Wünschewagen und das Projekt dazu wurden jetzt in Kaufbeuren vorgestellt. Ein letztes Mal ans Meer. Auf die Zugspitze oder in die Oper. Der Wünschewagen macht das möglich. Für Menschen mit einer nur noch geringen Lebenserwartung. Sonja Hujo ist eine der 4 Hauptamtlichen im Allgäu und kümmert sich um die Umsetzung der Wünsche. Also ein Wunsch, den wir jetzt eben letzte Woche gemacht haben, das war der Wunsch auf die Wartburg, ja, was von uns aus ja jetzt doch ziemliches Stück ist. Und für unseren Fahrgast aufgrund vom Gesundheitszustand jetzt auch eine sehr weite Fahrt war, wo wir dann von der Organisation her gesagt haben, das schaffen wir an einem Tag nicht. Ja? Dass wir da wirklich schauen müssen, dass wir was mit Übernachtung organisieren können, damit es für unseren Fahrgast und auch für unsere Wunscherfüller nicht zu heftig wird. Nun soll der Wünschewagen im gesamten Allgäu unterwegs sein. Deshalb trafen sich Verantwortliche und Politiker in Kaufbeuren zu einer Pressekonferenz, um das Projekt einzuweihen. Letztlich ist das ja autonom vom Arbeiter-Samariter-Bund. Wir sind auch nicht in der Finanzierung dabei. Aber wir wollen natürlich das auch mit bekannt machen. Und insofern werden wir auch ermöglichen, dass es auf verschiedenen Plattformen gezeigt wird. Die erste ist jetzt dann mal der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren. Da kann das Projekt präsentiert werden. Und daneben kommen ja auch immer mal wieder Leute zum Bürgermeister, die sagen, ich möchte was Gutes tun. Und da habe ich mir auch erlaubt, auf das Projekt hinzuweisen. 19 dieser Wägen gibt es in ganz Deutschland und seit November auch einen im Allgäu. Unter dem Dach des Arbeiter-Samariter-Bunds wird das Projekt durch Spenden finanziert und von Ehrenamtlichen unterstützt. Hier im Allgäu konnten seit dem Start bereits 3 Wunschfahrten erfüllt werden. Der Fahrgast, der konnte leider nicht mehr sprechen aufgrund von der Erkrankung. Er hat dann auf eine Tafel draufgeschrieben, das war der schönste Tag meines Lebens. Ja, und das ist, was will man mehr? Und genau deshalb machen wir das auch. Damit sich die Fahrgäste auch wohlfühlen, ist das Wunschmobil speziell ausgestattet. Das ist kein Rettungswagen, das ist kein Krankenwagen. Weil unsere Fahrgäste, die sind tagtäglich mit der Krankheit, mit dieser schlimmen Diagnose, die sie eben haben, konfrontiert. Und wir wollen sie einfach aus diesem Ich bin krank rausholen, weil wir wollen ihnen den Wunsch erfüllen. Unsere Trage, die ist noch einmal nachgefedert. Dann haben wir einen Sternenhimmel. Wir können das Licht so richtig blau. Das ist, wenn man dann nachts fährt, das ist so ein schönes, angenehmes Gefühl. Und aus dem Grund ist unser Wünschewagen innen, er ist zwar medizinisch ausgestattet, aber das haben wir alles sehr gut versteckt, sodass sie eben nicht das Gefühl haben, ich bin jetzt in einem Krankenwagen. Anmeldungen können direkt an den Arbeiter-Samariter-Bund geschickt werden. Dann wird geprüft, ob die Person auch in Frage kommt. Denn die Wünsche können nur für sterbenskranke Menschen erfüllt werden. Doch nicht nur das ist ausschlaggebend, damit eine Fahrt durchgeführt werden kann. Welche Wünsche wir nicht erfüllen können, das hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie ist denn der Zustand, ja, von unserem Fahrgast. Wenn der Zustand wirklich so ist, dass wir dann am Morgen hinkommen und einfach feststellen, das macht keinen Sinn mehr, dann müssen wir die Fahrt eben gegebenenfalls absagen. Doch das ist eher die Ausnahme. Schließlich ist der Wagen darauf spezialisiert.
Und damit noch mehr sterbenskranke Menschen im Allgäu einen einzigartigen Moment erleben können, rollt der Wünschewagen nun auch durchs gesamte Allgäu. Ja, tolle Aktion. Und ehrenamtlich geht es weiter. Die Mindelheimer Polizei sucht nämlich ehrenamtliche Mitarbeiter für die Sicherheitswacht. Aktuell besteht die Sicherheitswacht aus 7 Frauen und Männern. Das sollen jetzt mehr werden. Einsatzgebiet sind die Straßen von Mindelheim. Aufgabe ist es, Ansprechpartner für die Bürger zu sein und die Polizei zum Beispiel bei Veranstaltungen zu unterstützen. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18, höchstens 62 Jahre alt ist. Sie sollten pro Monat rund 15 Stunden Zeit haben und prinzipiell gerne mit Menschen umgehen. Ein makelloses Führungszeugnis sollte auf jeden Fall weiterhelfen. Dafür gibt es Dienstkleidung, eine Basisausbildung und 8 Euro pro Stunde gibt es auch noch. Bei Interesse an der Aufgabe melden Sie sich bitte bei der Polizei in Mindelheim. Ja, und bei Interesse an weiteren Kurznachrichten bleiben Sie einfach dran. Allgäu TV Kompakt und das Wetter gleich nach der Werbung. Deutschlands einziges Hutmuseum. Ausgezeichnet mit dem Bayerischen Museumspreis 2015. 300 Jahre Hutgeschichte. Zum Anfassen und Aufsetzen. Hutmuseum Lindenberg. Jetzt entdecken. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. Ein CW-Fotobuch ist für mich ein Zeichen der Liebe. Und ich möchte dich einfach in unserem Leben teilhaben lassen. Als ich das Fotobuch geschenkt bekam, ich war also total überwältigt. Es macht mich einfach glücklich. Mein CW-Fotobuch, mein Leben. all-in.de. Umfangreich informiert über Politik, Blaulicht, Sport, Kultur und alles, was das Allgäu heute interessiert. Spannende Themen, vielseitige Specials, exklusive Reportagen, Videos und Bildergalerien von Veranstaltungen und aktuellen Ereignissen im ganzen Allgäu. Jetzt auch direkt auf Smartphone mit dem WhatsApp-Service. all-in.de. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Kaiser Insektenschutz. Ihr Spezialist für Insektenschutzgitter nach Maß. Für Türen, Fenster, Lichtschächte. Immer das passende Gitter. Beratung, Fertigung, Montage. Alles aus einer Hand. Insektenschutz von Kaiser in Immenstadt. Bauen auf Holz. Mit Erfahrung und Leidenschaft. Modern und hochwertig. Böden, Einrichtungs- und Gestaltungsbeispiele auf 1500 Quadratmetern. Holz und Bau Esper Müller in Kaufbeuren. Ihr starker Partner für Innenausbau mit dem Naturprodukt Holz. Die Kurznachrichten am Mittwoch. Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelt gegen einen Priester wegen Besitzes von pornografischem Material. Er wurde jetzt beurlaubt. Medienberichten zufolge stünden die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft noch ganz am Anfang. Man habe den Computer des Priesters nach Eingang der Anzeige durchsucht und jetzt würden die gefundenen Daten geprüft.
So sei noch nicht klar, ob es sich wirklich um strafrechtlich relevantes Material handle. Wie lange die Ermittlungen dauern werden, ist noch nicht bekannt. Die Diözese Augsburg stellte den Mann von seinem Dienst als Pfarrer frei, betonte aber, dass für den Beschuldigten selbstverständlich die Unschuldsvermutung gelte. Betonschalung beschädigt mehrere Autos. Ein Autofahrer hat gestern Nachmittag gemeldet, dass er auf der A96 bei Mindelheim über ein Betonteil gefahren sei. Eine Streife der Autobahnpolizei Memmingen stellte fest, dass insgesamt 7 Autos durch das Teil auf der Straße beschädigt worden waren. Eines davon war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unfallverursacher war ein 31-Jähriger, der auf seinem Anhänger eine Betonschalung geladen hatte. Diese war nicht ausreichend gesichert und fiel während der Fahrt auf die Straße. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige. Bei einer Kontrolle am Bahnhof in Immenstadt ist bei einem Mann eine geringe Menge Drogen gefunden worden. Außerdem gestand er mehrere Diebstähle. Bei dem 24-Jährigen wurden kleine Mengen von Marihuana, Haschisch und 2 Messer gefunden. Die Beamten stellten außerdem fest, dass er polizeilich gesucht wurde. Er räumte ein, mehrere Opferstock-Diebstähle im Westallgäu und im Oberallgäu begangen zu haben. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Außerdem wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen der Drogen und den Messern eingeleitet. Bayern-SPD verlässt Kloster Irsee. Die Klausurtagungen der Bayern-SPD werden nicht mehr im Kloster Irsee stattfinden. Stattdessen ist Medienberichten zufolge die Nürnberger Burg als zukünftiger Tagungsort der SPD-Landesgruppe im Bundestag sowie der SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag im Gespräch. Damit würde eine jahrelange Ära zu Ende gehen. In dem Kloster waren zahlreiche SPD-Chefs und andere hochkarätige Politiker zu Gast bei der traditionellen Winterklausur Anfang Januar gewesen. Als Gründe wurden den Berichten zufolge unter anderem die schwere Wahlniederlage und auch die Kosten angegeben. Man wolle die alten Zöpfe abschneiden, so wird SPD-Landesgruppenchef Martin Burkhardt zitiert. Auch die zentrale Lage und deutlich bessere Erreichbarkeit in Nürnberg habe eine Rolle gespielt. Die Bad Wörishofer Sicherheitswacht hat gestern Abend einen hilflosen Mann aufgefunden. Der 49-Jährige war betrunken und offenbar gestürzt. Scheinbar lag er schon längere Zeit auf dem eiskalten Boden. Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht alarmierten die Polizei und den Rettungsdienst und leisteten erste Hilfe. Nach einer kurzen ärztlichen Behandlung konnte der Mann dann zurück in seine Wohnung gebracht werden. Weg ist saniert. Der Wanderweg zum Riedberger Horn ist saniert. Der Weg sei nun wieder voll begehbar. Der Pressemitteilung des Naturparks Nagelflugkette zufolge übernehme Bayern zu 70% die Kosten der Sanierung. Diese betragen demnach 48.000 Euro. Mit je 10% beteiligen sich die Gemeinden Obermeißelstein und Balderschwang und der Naturpark. Rillen und Auswaschungen hatten den Aufstieg zum Riedberger Horn schwer gemacht. Nach 10 Jahren Forschung konnten Wissenschaftler jetzt den Grund für das Forellensterben in der Iller finden. Betroffen waren immer dieselben Abschnitte in Flüssen und Bächen im Alpenraum. Die Münchner Forscher fanden heraus, dass der Grund dafür ein bislang unbekanntes Virus ist. Bei der Krankheit färbt sich die Haut der Bachforellen innerhalb von wenigen Tagen dunkel und sie sterben. Für die Untersuchung legten die Forscher in der Iller 2 Aquarien an und dort konnten sie das Virus identifizieren und sein Genom entschlüsseln. Jetzt wird weiter geforscht, woher das Virus kam. Die Wissenschaftler vermuten, dass es eventuell durch den globalen Handel hierher kam. In Norwegen, Kanada und Südamerika sind fast zeitgleich ähnliche Viren bei Lachsen entdeckt worden. Deutsche Bahn in Kritik. Der Sozialverband VdK stellt in Frage, ob man die Deutsche Bahn auf der Strecke von Immenstadt nach Oberstdorf braucht. Vorstandsmitglied Walter Haber stellte in den Raum, ob es besser wäre, den Zugverkehr einzustellen. Stattdessen schlug er vor, dass man mit der Bahn über ihre Grundstücke verhandeln und unter Einbindung der Bahntrasse einen barrierefreien öffentlichen Nahverkehr im südlichen Oberallgäu schaffen könne. Grund sind die jahrzehntelangen Verhandlungen zur Verbesserung von Bahnverkehr und Bahnhöfen in Sachen Barrierefreiheit. Denn Berichten zufolge plane die Bahn derzeit keinen Ausbau zwischen Immenstadt und Oberstdorf. Erst im Sommer hatte die VdK und die Arbeiterwohlfahrt eine Zugfahrt von Kempten nach Oberstdorf organisiert, um zu zeigen, wo die Schwachstellen liegen. Ja, und soweit die Nachrichten vom Mittwoch. Jetzt fehlt nur noch das Wetter der nächsten Tage und das schauen wir uns jetzt an. Musik.
Heute Nacht wird es in allen Teilen des Allgäus meist bewölkt. Die Sterne sind nur selten zu sehen. Mit minus einem Grad wird es im Unterallgäu am kältesten. Die Höchstwerte liegen im Oberallgäu bei 2 Grad plus. Morgen Vormittag wird es teils sonnig, teils wolkig. Im Ostallgäu zeigt sich die Sonne am häufigsten. Am wärmsten wird es im Oberallgäu mit 10 Grad. Im restlichen Allgäu liegen die Temperaturen um die 6 Grad. Am Nachmittag zieht sich die Sonne dann zurück und es bleibt in fast allen Regionen bewölkt. Nur im Ostallgäu schafft es die Sonne noch, sich immer mal wieder zu zeigen. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages um 1-2 Grad an. In den Bergen erwartet uns morgen ein überwiegend bedeckter Himmel. Am Nebelhorn scheint die Sonne am meisten, aber es zieht immer mal wieder Nebel auf. Am mildsten wird es am Gründen mit 8 Grad. Am Freitag schlägt das Wetter um. Es wird nass und bewölkt. Am Samstag bleibt es dann trocken, die Sonne zeigt sich aber eher selten und es werden um die 6 Grad. Den Sonntag starten wir dann wieder regnerisch und grau. Mittwoch und Samstag. In Kempten sind das die beiden Wochenmarkttage. Im Sommer findet der Markt auf dem Hildegardplatz neben der Basilika statt. Vor 2 Wochen sind die Händler für die Wintersaison jetzt in die Markthalle umgezogen. Der Markt wird von der Stadt Kempten bezuschusst und genau dieser Zuschuss wurde nun vom Stadtrat in Frage gestellt. Wir waren heute mal auf dem Wochenmarkt unterwegs und haben unter anderem mit den Händlern gesprochen. Der Wochenmarkt in Kempten. Ein Ort der Begegnung für Händler und Kunden gleichermaßen. Zweimal in der Woche, immer mittwochs und samstags, findet der Markt statt. Von Obst und Gemüse über Fleisch und Käse bis hin zu Backwaren ist alles dabei. Der Wochenmarkt wird organisiert vom Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb, ein Unternehmen der Stadt. Ja, es ist so, wir haben für das Jahr 2019 den Wirtschaftsplan vorgelegt. Als städtischer Eigenbetrieb müssen wir ja eine Vollkostenrechnung machen. Das heißt, wir müssen Personalkosten, Verwaltungskosten, alles mit einrechnen. Und da sind wir eben jetzt aktuell auf ein Planergebnis von minus 25.000 Euro gekommen. Heißt, die Stadt müsste den Markt im kommenden Jahr mit 25.000 Euro bezuschussen. Das jedoch hat der Stadtrat kürzlich in Frage gestellt. Natürlich ist es so, grundsätzlich ist die Stadt natürlich schon gehalten bei den Veranstaltungen, bei den Märkten, ob es jetzt der Wochenmarkt ist, der Weihnachtsmarkt oder die Festwoche, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen, also einfach eine schwarze Null. Das ist nicht immer möglich, das ist ja auch in anderen Bereichen nicht immer möglich und dann ist es natürlich eine Entscheidung, inwieweit das akzeptiert wird oder nicht. Wir haben das Thema ja im letzten Werkausschuss diskutiert und haben eben jetzt vom Werkausschuss den Auftrag erhalten, einfach mal zu prüfen, wie andere Städte das machen, wie das geregelt ist, ob das alles noch so passt und ja, wollen das noch mal untersuchen. Würde der Zuschuss der Stadt wegfallen, wäre die Folge für die Händler höhere Standgebühren. Ich kann sie ganz begreifen, die Diskussion. Wegen 25.000 Euro, wo man sonst Millionen auswirft, schade. Das ist Schadendiskussion. Könnte das für die Kunden dann auch höhere Preise bedeuten? Ich versuche immer, meinen Preis zu halten. Okay. Und ich müsste es umlegen, aber ich werde darauf verzichten. Ein Großteil von dem erwarteten Minus von 25.000 Euro wird in der Zeit von Mitte November bis Ende März verursacht, wenn der Markt in der Markthalle untergebracht ist. Weil da ist natürlich eine Pacht an den Investor zu zahlen, es fallen Nebenkosten an und so weiter. Und das alles spiegelt sich natürlich hier auch in diesem Ergebnis wider. Die höheren Kosten für die Halle zahlen natürlich auch die Händler. Statt wie im Sommer 2,27 Euro pro Frontmeter, zahlen sie im Winter in der Markthalle 3,20 Euro pro Frontmeter. Zudem machen sie teilweise auch noch weniger Umsatz. Es ist eine deutliche Einschränkung vom Umsatz, vom Sortiment und auch von der Kundenzufriedenheit, weil die sich natürlich ein bisschen unwohl fühlen, einfach auch durch die engen Gänge und Kinderwagen, Schwangere, wie auch Senioren tun sich einfach hierin ein bisschen schwerer. Was sagen Sie denn zu den Diskussionen im Stadtrat? Ich kann sie nicht nachvollziehen. Also eine Preiserhöhung für die aktuelle Standgebühr kann ich nicht nachvollziehen. Wir sind hier in Kempten mit den höchsten Standgebühren von allen 6 Märkten, die wir jetzt beliefern. Und daher verstehe ich es einfach nicht.
Was würde das denn für Sie bedeuten, wenn die Finanzierung geringer ausfallen würde? Wir müssen einfach gucken, wie es von der Lukrativität für unseren Wochenmarkt hier ist. Wir haben jetzt hier einen 2-Meter-Stand und haben nur das halbe Sortiment wie im Sommer dabei, weil einfach die Halle ja eh schon kleiner ist. Und wenn jetzt die Marktgebühr proportional noch nach oben geht, dann muss man einfach auf die Wirtschaftlichkeit schauen. Dann sehen wir, ob das für uns dann der Winter noch relevant ist oder ob wir sagen, wir kommen nur noch im Sommer. Eine höhere Standgebühr könnte sich also negativ auf die Händler und auch auf den Markt insgesamt auswirken. Weniger Händler bedeutet auch weniger Attraktivität. Bis Ende Januar will der Kempten Messe- und Veranstaltungsbetrieb ein Ergebnis vorlegen. Letztendlich liegt die Entscheidung über den Zuschuss für den Wochenmarkt aber beim Stadtrat. Ja, gestern hatten wir an dieser Stelle einen ungewöhnlichen Fahndungsaufruf in der Sendung. Gesucht wurde der oder die Herrchen dieser Katzenbabys. Die wurden gestern in einem Rettungswagen beim Lindenberger Krankenhaus gefunden und dann im Lindauer Tierheim untergebracht. Jetzt sind sie wieder daheim. Der Besitzer hat sich gemeldet und der ist das offenbar schon gewohnt, denn das war nicht der erste Ausflug der beiden in ihrem noch jungen Katzenleben. Wer jetzt auf eine Geschenkidee für Weihnachten gekommen ist, der muss enttäuscht werden. Beide Katzenkinder sind bereits versprochen. Aber Weihnachten ist ein gutes Stichwort. Gleich nach der Werbung wird es vorweihnachtlich. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Am Allgäu begeistert mich hauptsächlich die Natur. Also das liebe ich einfach, mit dem Fahrrad durch die Natur zu fahren. Wir machen sehr viele Fahrradtouren und die Berge. Also ich gehe einfach auch unheimlich gern in die Berge. Und es ist eine unheimliche Vielfalt an Pflanzen und verschiedenartigster Naturformationen. Und das gefällt mir einfach unheimlich gut. Und ich mag auch die Menschen im Allgäu. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Erleben Sie das Gala-Ereignis des Jahres 2019, den Allgäuer Presseball. Moderator Tilman Schöberl führt durch die Ballnacht. Die Musiker der Beatles Revival Band nehmen Sie mit auf eine Zeitreise in die 60er. Flotte Tanzmusik spielt das bekannte Orchester Fink und Steinbach. Genießen Sie das Gala-Buffet mit Vorspeisen von Starkoch Christian Henze. Die Tombola zugunsten der Kartei der Not lockt mit hochwertigen Preisen. Für deinen Hund bist du die Welt. Mach ihn glücklich mit Platinum. Aus mindestens 70% frischem Fleisch für 100% Geschmack. Jetzt bestellen und kostenfrei liefern lassen. Für ein Stück Hundeglück. Platinum.com. Auch als Nassnahrung aus 83% frischem Fleisch oder Fisch erhältlich. Jetzt kennenlernen. Allgäu von oben. Unsere Heimat in einer Kollektion von 4 DVDs und einer Blu-ray. Erhältlich unter azshop.de und in den AZ-Service-Centern. Die Päpstin. Erleben Sie das faszinierende Historiendrama mit Anna Hofbauer in der Hauptrolle. Eine herausragende Darbietung mit einer exklusiven Musical-Star-Besetzung, darunter Jan Ammann, Uwe Kröger, Alexander Kerbst, Kevin Tarte. Alle Infos unter das-festspielhaus.de, Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Beim Memminger Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz in Memmingen erwarten Sie zahlreiche Stände voller Geschenkartikel, kulinarische Leckereien und stimmungsvolle weihnachtliche Klänge. Der Christkindlesmarkt hat von Montag bis Donnerstag 11 bis 20 Uhr, Freitag und Samstag 11 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Musik.
Der November geht zu Ende. Das Thermometer zeigt Minusgrade an. Am Sonntag feiern wir den ersten Advent. Kurz, die Vorweihnachtszeit hat angefangen. Bereits gestern haben wir Ihnen ja die ersten Adventsgedichte und Weihnachtsgeschichten präsentiert, vorgelesen von Menschen aus dem gesamten Allgäu und im Dialekt. Schon heute geht's weiter. Viel Vergnügen jetzt mit den heutigen Adventsversen. Vielleicht ist ja Ihr Dialekt auch mit dabei. Die Suche nach den schönsten Allgäuer Advents- und Weihnachtsversler und Gedichte ist eine Aktion des Fördervereins Mundart Allgäu e.V. in Zusammenarbeit mit Allgäu TV. Unterstützt durch die Privatbrauerei Zödler aus Rettenberg. Erinnerung an eine stille Zeit. Advent und Weihnachten. Als Kind ein Traum. Von einer gefeuerten Stube. Ein Kranz und ein Baum. Zu der Zeit hat man noch nicht viel mit Deko verstellt. Zum Kranz haben sich vier Kätzler und ein rotes Bändel gesellt. Am Christbaum det Kugler und ein paar silbrige Fegel dran. Das Lametta hanget a grad an der äußeren Äschle dran. Das Christkindler bringt Babel mit einem neuen Rickel dabei. Und im Krippel hupft ein neues Rehle mit dem Geweih. Zum Essen geht's Bierenzelte, Leible und brautene Äpfel vom Rohr. Aber als Kind kommt einem alles so wunderbar vor. Der Papa spielt auf dem Harmonium und wir Mädle standet außenrum, flätet und singet. Andächtig und sacht, ihr Kinderlein kommet und all die Lieder von der heiligen Nacht. In der Nebenstube deren sind einquartiert zwei Flüchtlingsleid. Mama seht, Mädle hol jetzt rum, es ist heiliger Abendheit. Der Alfred und die Anna sind gern gekommen. Haben dann Tee getrunken und ein paar Leibchen genommen. Wie wir dann musiziert und gesungen haben, heben sich die zwei bei der Hand. Ich hör's noch das tiefe Schnaufen und die Zähren sind ihnen über die Backen gelaufen. Ich hab's als Kind nicht begreifen können und denk vor mir an, wenn's Christkindler kommt, ja, wie man da bloß heine kann. Jetzt im Alter kriegt alles einen anderen Sinn. Sind mir in die Bäs, wenn ich heule, später beginn. Dir zwei und all meine Liebe da oben im Licht, singe du mal fest, wenn mein Aug bricht. Zorbet im Advent. I weiß it, was es wäre soll. I fang jetzt halt a schriebe. Ich has die Kälte vo Fordus, wo mir a de Tisch hat triebe. I hock am warmen Ofen und sperr die Kälte vor Nuss. Aber es gibt sicher etle, die wo schnattert jetzt vor Dus. Drum sage mir, bist Friede. Dir geht das wirklich doch nicht schlecht. Was brauchst, hast du zum Leben. Im Herrgott danke, das wär recht. Gleich zünd ich das zweite Kerzle an und weiß auch, was ich tue. Ich bete an euch zwei Vater unser und genieß um mich die Ruhe. Witterschriebe bruch ich um, das wurde die Ruhe vertrieben. Und ich wünsch mir jetzt bloß euch, es sollte nur lang so bleiben. Ja, da kommt man doch so langsam in Stimmung. Wir stimmen uns jetzt schon mal auf die Sendung von morgen ein. Darin unter anderem eine Frau in einem scheinbar typischen Männerberuf. Lassen Sie sich überraschen, um was es da geht. Für heute war es das jedenfalls. Das waren die Allgäu-TV-Nachrichten am Mittwoch. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Bis morgen und tschüss.